Willkommen im wunderschönen und sonnigen Hamburg, der Heimat des äußerst beliebten und mehrfach ausgezeichneten Online-Senders Rocket Beans. Hier lebt unsere heutige Tauschredaktion des Erfolgsformates Game 2, die folgende verzweifelte Botschaft aus Berlin erreichte. Ich würde sagen, wir moderieren einfach eine Woche Game 2 und die moderieren eine Woche Nerdscope. Ist jetzt rübergekommen, dass wir wirklich mit denen tauschen wollen? Ne, wir wollen wirklich mit denen tauschen. Okay. Wegen nochmal an Game 2. Das ist eine ernste Aufforderung. Aber wer genau ist eigentlich diese stets bemühte Truppe aus der Hauptstadt? Nerdscope ist der Titel der Sendung, die krampfhaft versucht, mit Einspielern im Stile ihres Vorbildes die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Das Moderationssetting allerdings, das muss man ihnen lassen, ist nicht einfach abgekupfert. Okay. Aber immerhin ohne die albernen Tischmikrofone. Ach komm. Die Formation besteht aus folgenden Mitgliedern. Robin Blase alias Rob Bubble, dessen Schaffen vor allem darauf basiert, andere wirklich bekannte YouTuber und Formate nachzumachen. Alter, ich raste aus hier. Ist bei denen alles nur geklaut oder was? Dann höre ich sofort auf, den Kram hier vorzulesen. Na gut. Außerdem mit dabei ist Florian Mund alias Le Floyd. Bekannt wurde er zum Beispiel durch seine Videos mit prägnanten Titeln wie Chili Tampon Prank. Warum? Die dümmste Challenge ever. Warum? Oder auch sich selbst so hart schlagen, dass es wehtut. Warum? Gewaltige mediale Aufmerksamkeit erzeugte außerdem sein Interview mit keiner geringeren als Lisa Ludwig von der Weiß. Ebenfalls Teil der Gruppe Max Krüger alias Frodo. Ja. Hier ist ja mal so gar nichts los. Stetiger Sidekick des Kollektivs, David Hein. Der knallharte Kritiker des YouTube-Kosmos hat es sich auf die Fahne geschrieben, reifen, eloquenten Humor wieder auf die Plattform zu bringen. Arschig. Oh, great. Mit seinem Kollegen Fabian Sigismund entwickelte er ein eigenes Programm. Man entschloss sich aufgrund möglicher Irritationen jedoch gegen den Namen FSDHP und wählte stattdessen Sieg Hein. Kein Scheiß. Jetzt mal ehrlich, Leute, das sind die Leute, die Game 2 moderieren wollen? Soll vielleicht noch Stevie Wonder die Kamera übernehmen oder was? Die sind schon da? Scheiße. Na dann mal los. Ey, moin, ey, schön, dass ihr da seid. Ey, bitte, tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, ey, Floyd, Hammer. Oh. Ich bin cool. Ich bin super happy. Ey, Floyd, das ist geil, ey, der Shit, Mann. Ich guck mir alles an, immer. Also, ist das jetzt dein Ernst? Alter, wirklich, Jump Cut. Alter, fick dich, euch fällt nichts Besseres ein als Jump Cut. Das ist so YouTube 2012. So YouTube 2012. Freunde, schön, dass ihr da seid. Rudi, du hast jetzt mal beachtet. Ja, ja, ist schon gut. Der kriegt nicht mal Gehalt. Also, Chefsache jetzt. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, ich führe euch erstmal rum, ne? Kommt mit, kommt. Ja, nicht so scheu. Du mit dem Gehalt, macht ja nichts raus. Ich kenne das sehr gut. Rudi! Und hier kommen wir jetzt ins sogenannte Schlauchbüro. Das ist quasi das Herzstück des gesamten Senders hier. Moin! Kommt doch mal, entspannt euch mal ein bisschen. Das sind doch nur die Jungs von Nerdscope. Die tun euch nichts. Kommt mal wieder hoch hier. So, ich zeig. Hier, guck mal, das ist zum Beispiel eine Wand. Oh, das ist gut. Das ist ein Boden auch. Das ist also massiv. Was haben wir auch? Ja, und Fenster auch. Neuerdings ganz, ganz, ganz neu. Warte mal kurz. Wo ist jetzt Robin schon wieder, bitte? Wo ist denn der? Hey! Ah. Das passiert ja öfter. Ja. Ich war nur kurz auf Toilette. Hey.
des Senders. Hier, das ist unsere Regie. Jo, Leute, ein neuer! Das ist ja nett, aber ihr zockt ja jetzt hier auch den ganzen Tag. Habt ihr vielleicht auch ein paar geile Games im Haus? Stopp! Sonst kriegst du rein, deine Schnauze! Ich bin sauer, weil es hier um unsere Spielekompetenz geht, weil man sieht, es sind Games im Haus. Ernsthaft, Colin? Machst du jetzt die Szene aus Frauentausch nach? Nein. So, und das ist jetzt hier quasi das Herzstück der Redaktion. Das ist jetzt für den nächsten Tag. Ja, kommt doch mal rein hier. Das ist quasi euer Terrarium hier für die nächsten Tage. Da könnt ihr euch richtig gemütlich machen. Haben wir extra, ja, du auch. Ist Platz für euch alle. Haben wir richtig schick gemacht hier, komm. Ja. Ah, können wir mal durchgehen, da ist da hinten noch Platz. Wunderbar. So, und hier sind eure Aufgaben für die Woche. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Hier steht, wir sollen in einem Einspieler mitspielen. So, jetzt hier einfach rein, ja, oder? Hättet ihr mir nicht vorher sagen können, dass ihr so eine fette Sau anschleppt? Doch mal, das passt doch vorne und hinten nicht. Ja, schwabbelt sie den Bauch ein. Das ist schon viel zu klein. Das ist nicht zu klein, ey. Natürlich, das passt doch vorne und hinten. Habt ihr einfach mein Kostüm kaputt gemacht? Das hat mich 2,50 Euro gekostet, Mann. Das ist für mich viel Geld. Sag mal, ihr macht doch schon wieder Frauentausch nach. Und als zweites steht hier, wir sollen putzen. Wer soll denn putzen? Wenn du so blöd fragst. Bah, ekelhaft. Bah, Oma-Paradies. Also jetzt machst aber du hier Frauentausch nach, hä? Und als drittes steht hier, wir sollen Game 2 moderieren. Und herzlich willkommen bei Game 2, die beste Sendung der Welt. Wir sind Fans und Träume werden wahr. Ich bin der Flo, das sind Arsch und Eimer. Ja, so sieht's aus. Das Ganze mit diesen grandiosen Themen. Oh la la, da begeben sich die Nerdscope-Jungs also auf Game 2-Terrain. Was ist denn das für eine Gegend von Berlin, bitte? Heute mit diesen Themen. Liebe ist für alle da. Egal aus welchem Teil der Milchstraße ihr kommt, die Milky Ways Finest sind wieder unterwegs, um in neuen Galaxien Spezies zu entdecken, mit denen man zusammenarbeiten und zusammen knutschen kann. Wir haben geweint. Wir haben geschrien. Fick dich in deinen verdammten kleinen Drachenarsch! Wir haben uns gemeinsam gefreut. Der letzte Satz des Dark Souls Konzerts ist nun gespielt. Also erhebt euch zu den Standing Ovations an das härteste Spiel der Unterwelt. Hades, Hades! Außerdem lassen wir uns etwas über DLCs aus. Da wurde in letzter Zeit so einiges an den Strand gespült. Wir sagen euch, welche Perlen ihr aufsammeln könnt und welche ihr besser ins Spielemeer zurückwerft, bevor sich jemand dran verletzt. Und nun zurück zu unseren Nerdscope-Jungs. Die können heute alles nur richtig machen. Bessere Mimik als in Mass Effect, leichter zu handeln als Dark Souls. Und somit quasi ein für euch unerwarteter kleiner Game 2 DLC. Ob sie noch die Weltherrschaft übernehmen, erfahrt ihr dann am Ende der Folge. Ja, so sieht's nämlich aus. Wir heute hier, das Nerdscope-Team, anstelle der Beans-Moderatoren. Wir freuen uns tierisch, Game 2 mal moderieren zu dürfen beim großen Moderatorentausch. Falls ihr eure Jungs wahnsinnig vermisst, dann schaut einfach am Samstag, dem 1. April mal auf Dr. Freud vorbei und schaut euch da die neue Nerdscope-Folge an. Für uns ist es eine Riesenehre, vor allem für den Frodo hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist das für euch nicht so, dass ihr auch mit gefühlt 5 Jahren vorm Fernseher saßt und habt ihr Giga geguckt, obwohl es schon viel zu spät war, um Giga zu gucken und dann irgendwann gab's Game One und dann gab's Game One nicht mehr, dann waren alle traurig. Jetzt sitzen wir hier und moderieren Game Two. Das ist für mich als alter Game One und Giga und auch Game Two Fanboy schon eine kleine Ehre. Ja, es gibt aber hier vor allem noch einen ganz großen Game One und Game Two Fan und das ist der David Hein.
Hallöchen, ich habe heute die Community-Ecke hier quasi geentert und passend zu Mass Effect Andromeda haben wir euch gebeten, mal die hässlichsten und freakigsten Charaktere in Charaktereditoren zusammenzubasteln. Das habt ihr uns geschickt und die gehen wir hier gleich durch. Da werdet ihr ganz schön kotzen, das ist nämlich super schäbig. Ich gebe zurück. Schäbig ist auch ein super Wort, finde ich. Ja, Mass Effect ist wieder da, 5 Jahre nach Teil 3. Das Ende davon war ja ein bisschen mittelmäßig. Schäbig könnte man auch sagen. Schäbig. Mit Doppel-B übrigens. Und deswegen jetzt mit Andromeda die Chance, das Ganze vielleicht ein bisschen, ja, mal zu rebooten, mal zu gucken, ob man es ein bisschen besser kann. Und dazu haben wir natürlich deswegen jetzt die Review. Mass Effect. Das war der Beweis, dass intelligent geschriebene Videospielgeschichten zu bleibenden Erinnerungen werden können. Dass gut geschriebene Videospielcharaktere tatsächlich in der Lage sind, Emotionen zu wecken. Und nicht zuletzt, dass die kalte Unendlichkeit des Weltraums ein Ort sein kann, an dem man sich als Spieler wirklich zu Hause fühlt. Dieser Moment gehört mir. Wer uns jetzt für sentimental und nostalgisch verblendet hält, der mag recht haben. Die Mass Effect-Reihe hatte jede Menge Schwächen. Gleichförmige Deckungsshooter-Einlagen, langweiliger Ressourcenabbau, schwammige Fahrzeugsteuerung und mit der Zeit immer weniger Rollenspieltiefe, was den Entwicklern von BioWare den Vorwurf der Casualisierung einbrachte. Thanks for nothing. Doch weil uns die Spiele auf eine emotionale Reise mitgenommen haben, die mit dem umstrittenen Ende des dritten Teils ihren Abschluss fand, warten die Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger. Ein bisschen wie bei einem alten Freund, der viel zu lange weg war. Der steht nun endlich wieder auf unserer galaktischen Fußmatte und irgendwie erkennen wir ihn nicht wieder. Die Story von Andromeda setzt zwischen den Ereignissen aus Teil 2 und 3 an. Zu dieser Zeit herrscht Krieg mit den Reapern, uralten und mächtigen Maschinenwesen, die über Millionen Jahre hinweg ganze Zivilisationen auslöschten, um das Gleichgewicht zwischen organischen und synthetischen Lebewesen zu erhalten. Angesichts dieser Bedrohung versucht die sogenannte Andromeda-Initiative, eine neue Heimat für die Bewohner der Milchstraße zu finden. 4 Archen, befüllt mit verschiedenen Rassen, brechen in den weit entfernten Helios-Cluster auf. Doch nach 600 Jahren Kryoschlaf trifft nur die Hyperion, die Arche der Menschen, mit einiger Verspätung dort ein. Und der Cluster sowie seine Bewohner sind uns gegenüber erstmal misstrauisch. Was? Wer bist du denn? Überhaupt ist die Lage vor Ort ziemlich mies. Die vermeintlichen Flüchtlingsparadiese, genannt Goldene Welten, entpuppen sich als unwirtliche Eis-, Sand- und Steinwüsten. Und die Homebase namens Nexus ist noch immer eine Baustelle. Über diesem ganzen Elend kreist eine böse Alienrasse namens Cat wie ein Geier mit Alleinherrschersyndrom. Als offizieller Pathfinder muss man irgendwie für Optimismus sorgen, während die meisten Kolonisten frustriert von zu Hause träumen. Mass Effect Andromeda startet also mit einer radikalen Abkehr von den eher klassischen Heldengeschichten um Commander Shepard. Und das ist gut so, denn gerade deshalb macht die Story zu Beginn Lust auf mehr. Doch das Spiel verschenkt das Potenzial, das in der tollen Ausgangsidee steckt. Denn statt uns Star Trek'sche Entdeckermomente auf exotischen Welten zu liefern, werden wir vom Spiel viel zu früh in endlose Gefechte mit den Cat geschubst. Deren Motivation wird erst sehr spät im Spiel deutlich. Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Klar ist wie immer nur, sie sind zahlreich und böse. Böse! Ihr seid alle so böse! Eine weitere vergebene Chance sind die Bewohner des Helios-Clusters. Anstelle von spannenden Erstkontakten mit fremdartigen Alien-Kulturen liefert uns BioWare größtenteils zweibeinige Sci-Fi-Stereotype. Deren Kultur, Sprache, Aussehen und Probleme wären selbst in der guten alten Milchstraße 0815 gewesen. Hinzu kommt, dass sie uns aufgrund ihrer Erfahrungen alles andere als gastfreundlich begegnen. Doch zumindest an diesem Punkt ist das Spiel glaubwürdig. Denn wie freundlich würden wir wohl reagieren, wenn einfach ein paar Aliens in die Nachbarschaft ziehen würden? Es ist ein Kleinkrieg unter Nachbarn und er steht kurz vor der Eskalation. Eine Armlänge Abstand, bitte! So, wisst ihr was? Fliegst doch einfach wieder nach Hause, ihr Gottsfressende! Gottsfressende! Das Ehepaar Scheißner wohnt seit 80 Jahren im beschaulichen Klefthöhl an der Leine. Doch ihr Frieden ist empfindlich gestört. Denn seit einigen Monaten haben sie neue Nachbarn. Das Ehepaar
Aus der Andromeda-Galaxie, das hier eine neue Heimat gefunden hat. Doch mit der Gastfreundschaft ist es vorbei. Die Scheißners sind sehr besorgt. Ich hab ja nichts gegen Außerirdische, aber die, die haben doch Probleme, also wenn sie verstehen, was ich meine. Und die sehen auch beide gleich auf die Sachen. Das ist gar kein Ehepaar, das sind warme Brüder. Und meine Frau haben sie ja auch schon belästigt. Ja. Vor allem am Gartenzaun entbrennt täglich der Streit. Ja genau, selber Prost, du Saufschwein. Ihr seid doch gar kein Ehepaar, ihr seht doch beide gleich aus. Ihr seid doch Homosexuelle, seid ihr doch. Ach komm, nee. Das ist doch unerhört, nee. Armes Deutschland, sag ich immer. Armes Deutschland. Ja. Die kulturellen Unterschiede scheinen unüberwindlich. Doch Streitschlichter Frank tobt, hat viel Erfahrung mit festgefahrenen Streitereien und kann die Situation sofort entschärfen. Und jetzt halt mal euer Maul! Herr Scheißler, was ist denn das Problem? Mir rutscht einfach irgendwann die Hand aus. Ja, das kann ich verstehen. Herr, wie ist denn Ihre Sicht der Dinge? Ich verstehe Sie leider nicht. Ich hab gesagt, wir müssen uns doch nicht streiten. Wir müssen uns doch nicht streiten. So klingt er auf immer ganz sympathisch. Das wirkt doch fast, als ob er aus der Gegend hier wäre. Ja, wir sind ja auch vom Ost-Andromeda. Ost-Andromeda! Hätten Sie es doch mal gleich gesagt, willkommen in der Nachbarschaft. Ich hab doch gesagt, ihr sollt euer Maul halten! Auch die für die Mass Effect-Reihe so wichtigen Begleiter und NPCs können keine unverbrauchte Duftmarke setzen, denn sie bestehen größtenteils aus altgedienten Alienrassen und Menschen. Und viel zu früh hat man diese Milchstraßencrew beisammen. Der grummelige Kroganer, der nerdige Salarianer, die trockencoole Turianerin, alles in BioWares neuestem Spiel schreit ein wenig ängstlich nach Fanservice. Dieselbe Mutlosigkeit gilt auch für die Planeten. Der Heimatplanet der Angara mit seinen fliegenden Alienfischen und der fluoreszierend zwielichtigen Umwelt zeigt, was möglich gewesen wäre. Stattdessen dominieren altbekannte Wüsten, Eis- und Felslandschaften. Ähnlich wie bei den Alien-Bewohnern fühlt sich alles wie zu Hause an. Endlich normale Leute! Immerhin sind die Begleiter während der Mission deutlich redseliger als früher. Egal was man tut, sieht oder erschießt, man kann sich sicher sein, dass die Crewmitglieder einen Kommentar parat haben. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Sie ist eben eine krasse Wolke. Doch leider sind die Sprüche oftmals echte Stimmungskiller. Zudem wird man das Gefühl nicht los, dass einen das Spiel mit Hilfe der Begleiter wie einen Babysitter bei der Hand nimmt, damit man auch ja nichts verpasst. Wow, das ist ja mal eine schöne Aussicht, ne? Pathfinder, guck doch mal diese Aussicht. Ja, ist echt schön. Und überall gibt's was zu entdecken. Ja, überall spannende Geheimnisse. Da musst du auch mal deinen Scanner benutzen. Okay. Gott. Der Scanner sagt, das ist eine uralte, fremdartige Alienstruktur. Faszinierend. Ja, das ist unglaublich aufregend. Ne? Vielleicht scannst du es ja direkt nochmal. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt ja auch langsam echt mal ballern. Weißt du was? Es reicht mir. Du scannst das Ding jetzt nochmal, dann findest du eine Glyphe und mit der kriegen wir die nächste Tür auf. Ne? Weißt du was? Das ist ein super Rätsel. Das hab ich designt. Ich war das. Und danach guckst du dir die schöne Aussicht nochmal an. Die hab nämlich ich designt. Schön ist die. Wunderschön. Beim Thema Gameplay schlägt sich Andromeda besser als bei der Story. Natürlich kämpft man sich wie gehabt mit Baller, Biotik oder Tech-Fähigkeiten zu dritt von einer Deckung zur nächsten. Und es wird auch wieder nicht geklärt, warum überall passendes Deckungsgelöt herumsteht. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Doch die stark vergrößerten Planeten verändern das Spielgefühl komplett. In Mass Effect 2 waren sie noch so weitläufig wie ein Vorort von Bielefeld. In Andromeda können wir dagegen mit dem stark verbesserten Sci-Fi-Buggy minutenlang über endlose Dünen brettern und werden nur von erhöhten Strahlungswerten ausgebremst. Das vermittelt ein tolles Gefühl von Freiheit. Das jedoch schnell wieder ausgebremst wird, denn das Einrichten von Außenposten, der verbesserte Ressourcenabbau, das Bekämpfen von überall verteilten Catch-Stellungen und das ständige Abscannen von Alien-Relikten, inklusive dümmlicher Sudoku-Rätsel, dient einem einzigen Zweck: die Prozentanzeige für die Bewohnbarkeit des Planeten in Richtung 100% zu pushen. Faszinierend. Auswirkungen auf die Story haben die vielen Pathfinder-Aufgaben jedoch kaum, weshalb man die großen Karten nach Abschluss der größeren Quests am liebsten sofort verlassen würde.
Man hat das Gefühl, dass BioWare zwanghaft auf den Open-World-Zug aufspringen wollte und es einfach nicht hinbekommt. Es geht nicht. Aber es muss gehen. Andere machen es doch auch. Die Quests erzählen viel zu selten schöne, in sich geschlossene Geschichten, haben kaum Konsequenzen und ordnen sich meistens der Besiedlungsstory unter. Sie leiden zudem unter hölzernen Dialogen. Ich habe gerade auf sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Mit merkwürdig steifen Gesichtern. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Besonders störend ist das beim Flirten. Denn BioWare hat die Techtelmechtel gehörig aufgebohrt und man kann nun direkt nach dem ersten Hallo einen schmierlappigen Spruch ablassen. Ich denke, auf sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? In Kombination mit der weit verbreiteten Gesichtslähmung fühlt man sich fast wie in einem schlechten Sci-Fi-Porno. Es war der erste Tag auf meinem neuen Schiff und ich war hungrig auf prickelnde Abenteuer mit meiner Crew. Hallo, ich bin der Pathfinder und ihr Kapitän. Hallo, ich bin die Pilotin. Ich bin schon ganz aufgeregt. Diese Hightech-Maschine hat eine enorme Schubkraft. Es gibt hier noch eine Hightech-Maschine. Sie ist in meiner Hose. Aber ich lasse nur erfahrene Piloten an den Steuerknüppel. Ich bin sehr erfahren, Pathfinder. Aber mal sehen, ob du auch den Path in mein Schlafzimmer findest. Das war ein prickelnder Flirt der Sonderklasse. So durfte es immer weitergehen. Der Mechaniker kam mir da gerade recht. Hi, ich bin der Mechaniker. Das trifft sich gut. Vielleicht könnten Sie ja mal mein Getriebe ölen. Da knistert es schon. Gerne. Ich bin Experte für Kolbenfresser. Aber erst nach einer gründlichen Unterbodenwäsche. Geil. Das war gut. Doch ich wollte die ganze Crew. Der geile Toaster sah mir herausfordernd in die Augen. Hi, I'm the Toaster. Wollen Sie einen Toast? Ich würde lieber deinen heißen Schlitz erkunden. Mit meinem Penis. Der Toaster war ein echter Heißsporn, aber ich war noch immer hungrig. Huch, wer war denn das? Ich will dich anfassen. Ja, geil. Ist also alles an Andromeda schlecht? Nein, es ist ein gut gemachtes, riesiges Action-RPG. Viele der Quests und Begleiter sind trotz fehlender Originalität spannend geschrieben. Die neuen Gameplay-Mechaniken, besonders der Jetpack und das Crafting, erweitern das Shooter-Gameplay sinnvoll. Die Ausgangslage der Story ist wirklich spannend und in Sachen Rollenspieltiefe ist es den Vorgängern voraus. Doch es fehlt ein wenig die große Vision. Die Geschichte zielt mehr auf den Verstand als auf das Herz. Und mit den größeren Welten möchte Andromeda ein großer Weltraumspielplatz sein, weckt jedoch nicht unseren Spieltrieb. Wir hoffen, dass BioWare zukünftig noch einmal seinen Mut zusammennimmt, aufhört, neidisch auf seine Open-World-Verwandten zu schielen und sich auf seine Stärken besinnt. Bewegende Geschichten. Ja, wir haben also gesehen, BioWare hat sich mit dem neuesten Teil der Mass Effect-Serie, Mass Effect Andromeda, nicht ganz so viel getraut. Wir sind da ein bisschen offener, wir trauen uns mal was, brechen aus unserem Gerüst zu Hause aus, haben keine Anzüge an und sogar mal einen Gast in der Sendung, der Micha ist hier. Guten Tag, und der hat's gespielt. Und genau. Da würden wir jetzt gerne mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden, besonders der Flo. Ihr seht das ein bisschen anders, ne? Ihr habt so ein bisschen. Nee, ich gehe mit einigen Kritikpunkten von dir gehe ich total mit. Ja. Ich kann ehrlich gesagt, wenn ich mir die Gaming-Magazine angucke, kann ich diese 86%-Wertungen und so kann ich nicht direkt nachvollziehen, weil ich finde, es ist mehr in einem sehr guten Mittelfeld, also 75%. Ja, genau. So ungefähr. Aber einige Kritikpunkte von dir verstehe ich nicht. Also zum Beispiel die Planeten fand ich zum Teil wunderschön. Mhm. Ich bin halt aber auch dann auch so ein Typ, ich fahre halt ewig durch die Gegend und erfreue mich an allem. Hast du ein Problem mit der Leere gehabt, oder? Nee, eigentlich stört mich nicht die Grafik. Die Grafik der Planeten ist der Hammer, die Gestaltung ist super. Mhm. Mich stört eher die Grundvoraussetzung, wir fliegen in einen anderen Quadranten, wo alles eigentlich anders sein sollte. Aliens, das Aussehen von Planeten, aber es sieht eigentlich so aus wie zu Hause. Und das stört mich, nicht die Optik selbst. Und obwohl, es ist im Grunde, man hat viel Stein, man hat viel Wüste, man hat einen Lavaplaneten, man hat einen Eisplaneten. Und ich dachte irgendwie, die können ein bisschen mehr Überraschendes rausholen. Das war der einzige Planet, den du gelobt hast, war ja auch der mit der schönen Flora. Ja, wo da so ein paar Sachen drüber flattern, also so ein paar Magic Moments, wo man sagt, boah, also ein bisschen Entdecker-Feeling einfach kriegst. Ja, generell, aber das siehst du bei den Planeten ja alle bei Andromeda. Sobald Vegetation da drauf eine Rolle spielt und dann noch ein paar Wettereffekte dazukommen, ist es halt bombastisch. Es sieht echt auch geil aus. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, viele haben es bemängelt, weil es so ein bisschen so in die Richtung von Inquisition auch geht, was sie da mit Dragon Age gemacht haben. Viele haben hier das Gameplay bemängelt. Mhm. Ich fand's super. Mhm. Weil ich fand's geschmeidiger einfach. Es hat gut da durchgeführt. Es ist ein bisschen entschlackter worden.
Ja, es ist einfach ein bisschen schneller. So. Das Pacing ist jetzt so. Aber nimmt die Open World da nicht auch Speed raus? Also warum muss jedes Spiel heutzutage Open World sein? Das ist ja sowieso so ein Ding. Ich finde ja, dass das größte Manko, was ich sehe, ist, dass die Open World einfach inkonsequent umgesetzt worden ist. Weil du hast halt, also es fühlt sich an wie viel zu große Schlauchlevels, weil dir doch immer wieder vorgegeben wird, und zwar sehr stringent, was du zu tun hast. Okay. Und es ging ja auch auf Kosten von, also ich habe es geliebt, bei Mass Effect 1 auf diese leeren Planeten zu fliegen. Da kann man jetzt meckern, dass die einfach leer waren, dass da nichts zu sehen gab. Aber ich war auf einer Karte, konnte draufspringen und ja, es war halt einfach nur ein Steinmond, wo nichts war. Aber das Gefühl, dass ich auf ganz vielen kleinen Planeten landen konnte, fand ich viel geiler, als jetzt hier in einer riesen Wüste rumstapfen zu können, wo aber nicht wirklich coole Sightseeing-Spots rumstehen, finde ich. Also. Was ich aber total schön gemacht finde vom Spiel, ist zum Beispiel, dass du, obwohl es ja ein Solo-Abenteuer ist in erster Linie, nie das Gefühl hast, alleine zu sein. Das, finde ich, haben sie diesmal wirklich grandios gesehen. Ja, das ist auch ein bisschen fies. Also ich habe am Ende nochmal die Kurve gemacht im Review und gesagt, ey, eigentlich ist das ein gutes Spiel. Ja, ja, es ist einfach nur die Voraussetzung, die ich hatte mit Mass Effect. Ich dachte, die können da noch eine Schippe drauflegen und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und die Begleitersprüche, die wir rausgesucht haben, sind natürlich auch ein bisschen gemein. An sich ist es cool, dass sie einen auf diesen weiten Fuß- und Fahrtwegen ja so voll quasi, weil das lockert das Ganze auf. Genau, das finde ich nämlich auch. Und die müssen auch jetzt nicht so on point sein vom Inhalt des Spiels. Genau, es sind nur leider eben viele komplett daneben. Wenn du mitten im Gefecht bist, gerade irgendwelche Leute übermangelst und dann reden die sich, quatschen die über ihre Hobbys oder so. Das kommt halt vor, weil sie so ein bisschen zufällig getriggert werden. Und deswegen, ja. Aber was ich halt auch so, weil du in deiner Review ja auch geschrieben hast, dass man sich ständig fragt, warum steht hier schon wieder zufällig eine Kiste, warum ist hier schon wieder zufällig ein Mauervorsprung und so weiter und so fort. Das ist allerdings dem Genre, finde ich, geschuldet, weil sowas hinterfragst du in einem Gears of War das nicht. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, da ist es auch einfach da, da freust du dich darüber. Ja, das mit den Deckungen war, glaube ich, nur, damit ich diese Minimats einnehme. Ja, ja. Aber ist das jetzt ein mittelmäßiges Spiel oder ist es eher das Problem, dass wir von BioWare anderes oder ist es ein mittelmäßiges Mass Effect? Wir haben jetzt ist ein mittelmäßiges Mass Effect. Ja, so würde ich es auch formulieren. Wenn es kein Mass Effect wäre, wäre es sogar ein gutes Spiel. Okay, ich wollte, das stimmt. Es ist ein fast sehr gutes Spiel, aber die Erwartungen waren zu hoch. Ja. Und wenn wir es jetzt vergleichen, also mit einem Zelda oder einem Nier oder einem Horizon Zero Dawn, also Titeln, die ja jetzt gerade auch relevant sind, mit denen es sich jetzt potenziell in Konkurrenz sieht? Da bin ich nicht fähig, was zuzusagen, weil ich halt mich in Nier Automata verliebt habe, wie in nichts anderes. Ja, Nier Automata ist wohl der Shit. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es soll Hammer sein. Unfassbar fantastisch. Ja. Aber um zum Beispiel auf die Animationen zu kommen, es haben ja Entwickler gesagt, es ist gemein, da so drauf zu hauen, weil die irgendwie so und so viele Dialoge und ja, und, das und ist schon richtig, NPCs aber es haben. Sieht schon leider es sieht leider scheiße aus, aber du darfst es nicht mit Horizon vergleichen und solchen Spielen, wo du eben die Dialoge durchskripten kannst. Die hier mussten einen Algorithmus finden, der automatisch Mimik generiert. Und der rechnet scheinbar manchmal ein bisschen verkehrt, ich weiß es nicht. Das stimmt. Weißt du, wo du auch einen Rhythmus brauchst? Mhm. Beim Ausweichen von Gegnern in Dark Souls. Oh. Boah, dafür sind wir bekannt für gute Übergänge, Hammer, oder? Hammer. Grandios. Nee, mit The Ringed City ist ja jetzt der letzte Dark Souls DLC rausgekommen. Das heißt nichts anderes, als dass wir mit weinenden Augen hier sitzen. Das sieht man gerade nicht, weil man hat uns in der Maske sämtliche Tränenflüssigkeit leider entzogen. denn die Dark Souls-Serie geht zu Ende. Und das war für uns Anlass genug, hier im Hause mal rumzugehen und die größten Dark Souls-Fans nach ihrer Meinung zu fragen und ein paar Lobeshymnen auf diese grandiose Action-Adventure-Serie zu singen. Hello, darkness, my old friend. Ist es wirklich schon fast 8 Jahre her, dass Demon's Souls meine damals dezent dahinsiechende Leidenschaft für Videospiele quasi im Alleingang neu entfacht hat? Dabei war ich zu Beginn noch so skeptisch. Plötzlich war da dieses ominöse Action-Rollenspiel in den USA erschienen. Fans wie Kritiker gingen steil und überschütteten den Underground-Titel mit Lob und horrend hohen Wertungen. Kann nicht sein, dachte ich mir. From Software? Das ist doch diese Nippon-Nischen-Klitsche mit den trashigen Eco-RPGs und Mau-Mech-Schlachten. Ausgerechnet die machen plötzlich den heißen Scheiß? Hochgradig unwahrscheinlich, sprach der ewig zweifelnde Berufskritiker in mir. Aber wie heißt's doch so schön? Selber zocken oder Maul halten? Ja, wir hatten einen ruppigen Start. Das lag nicht nur am heute berühmt-berüchtigten Schwierigkeitsgrad, sondern auch an den fast völlig fehlenden Erklärungen. Demon's Souls forderte längst vergessen geglaubte Gamertugenden. Nämlich, dass ich mich auch außerhalb der Spielwelt mit Wissen wappne.
Ich meine, sorry, wer guckt denn heute noch in die Anleitung? Oder Lösungshilfen? Sind die nicht nur was für Noobs? Nein, weit gefehlt. Denn in den Souls-Spielen steht Wissen wirklich noch für Macht. Wenn ich an Demon's Souls zurückdenke, dann steigt so manch bittersüße Erinnerung in mir hoch. Vor allem an den Soundtrack von Shunsuke Kida. Der kommt bei vielen Lobpreisungen irgendwie immer zu kurz. Ja, okay, in Sachen Orchestrierung und Produktionsqualität kann der Score nicht mit den überprallen Soundcollagen späterer Souls-Folgen mithalten. Kidas außergewöhnliche Klangpartitur hat aber geschafft, was nur wenigen Spiele-Soundtracks gelingt. Sich in mein Gedächtnis einzubrennen. Ich meine, hört euch doch nur mal die aufpeitschenden Chöre hier beim Duell mit dem Tower Knight an. Oder hier, der Kampf gegen meinen persönlichen Boss-Albtraum, den Flamelurker. Ah, wie diese fast schon dezenten, irgendwo zwischen Bedrohung und Melancholie pendelnden Klänge einen herrlichen Kontrapunkt zur schweißtreibenden Schlacht bilden. Jetzt, ja, jetzt ist's vorbei. Ich glaube, ich lege in wonniger Erinnerung nochmal den Soundtrack auf. Und vielleicht, ja, vielleicht fange ich irgendwann dann doch nochmal mein New Game Plus 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 an. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Ah, Dark Souls. Was soll ich noch über dich sagen? Habe ich meine Liebe zu dir nicht schon genug kundgetan? Demon's Souls stieß das Tor zu einer neuen Welt auf, aber du warst die Reifeprüfung. Du hast mir längst verloren geglaubten Spielspaß zurückgebracht. Deine Open-Schlauchwelt, die vor Geheimnissen nur so strotzt. Eine Welt, in der alles möglich scheint. Ich springe einfach mal hier aus dem Aufzug, weil es halt irgendwie geht. Kann man da hoch? Ich glaube nicht. Oder doch? Der erste Versuch, der geht daneben. Ich glaube, das Spiel will nicht, dass man da lang geht. Aber da sind doch Stufen. Okay, ich versuche es nochmal. Fast. Vielleicht geht es doch. Okay, ich rolle. Es klappt! Ey, hier sind wirklich Stufen. Mal sehen, wo die hin... Warte mal, was ist... Was ist das? Ein Nest? Aber wo ist der Vogel? Ich kann mich hier einrollen? Ich warte. Es passiert nichts. Vielleicht fehlt mir ein Gegenstand. Muss ich den Vogel irgendwie anlocken? Aber womit? Na gut, ich glaube, das führt hier zu nichts. Ich gehe wohl einfach... What the fuck? Der Vogel! Der Vogel! Holy shit! Wohin führt er mich? Ich flieg weg! Ich flieg weg! Oh nein! Oder, oh ja? Ich weiß es nicht. Ich bin aufgeregt. Moment. Das kommt mir jetzt aber irgendwie bekannt vor. War ich hier nicht schon mal? Warte mal. Das ist doch das Startgebiet. Was soll ich denn hier? Dark Souls. Ich müsste Dichter sein, um die richtigen Worte zu finden, die meine Liebe zu dir beschreiben. Ist es deine zusammenhängende Welt? Das nahezu perfekte Kampfsystem? Der Schwierigkeitsgrad gepaart mit seinem genialen Belohnungssystem? Das Monsterdesign? Sen's Fortress? Das Baldur's Sidesword? Anor Londo? Die PvP-Matches? Das Terrorisieren anderer Spieler? Das Helfen anderer Spieler? Deine Musik, deine Stimmung, deine Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass du für immer einen Platz in meinem Herzen haben wirst. Du und ich, wir sind wie Brüder. Wie Brüder im Geiste. Nein, noch viel mehr. Wir sind Soulmates. Darkness, my old friend,
I've come to talk with you again. Ach, Dark Souls 2. Rückwirkend gilt es als das hässliche Endlein der Souls-Reihe. Ja, der Schmuh mit den geschönten Trailern und der etwas läppische Levelaufbau waren schon nicht so richtig geil. Aber ich mochte es trotzdem. Dark Souls 2 war sogar das erste Spiel der Reihe, auf das ich Souls-Spätzünder lange hingefiebert habe. Wenn ich mich an Teil 2 zurückerinnere, denke ich als erstes an ihn hier. Den Pursuer. Dieser olle, durch die Lüfte tänzelnde Ritterich, der mit mir anfänglich hart den Boden aufgewischt hat. So ein richtiges, hochnäsiges Souls-Boss-Arschloch halt. Ich habe mich wirklich schwer getan. Aber ein paar Stunden des Hauens, Hackens und Wegrollens später wendet sich das Blatt. Beim zweiten Aufeinandertreffen bin ich der tänzelnde Strahlemann und der Pursuer nur noch Altmetall, das sich seinem Schicksal als Schrotthaufen noch nicht bewusst ist. Jeder Hechtsprung sitzt, die Schläge des Pursuers Luftlöcher. Dark Souls 2 steht, ebenso wie alle anderen Serienteile, für ein unheimliches Vertrauen in uns Spieler. Das fetteste Breitschwert und der dickste Brustschutz sind nur nutzlose Requisite, wenn wir damit nicht umzugehen lernen. Und Dark Souls 2 lässt mich Stück für Stück die Spielregeln verinnerlichen, mich wachsen, bis ich letztlich der König von Dranglake bin. Und wie so oft eine Welt in Scherben hinterlasse. Nur blöd, dass meine Welt ohne Souls jetzt auch in Scherben liegt. Obwohl, vielleicht ist genau das ja auch das passende Ende der Reise. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Eines der faszinierendsten Features der Souls-Reihe war für mich immer, mit welcher Selbstverständlichkeit die Entwickler Inhalte in ihren Spielen verbauten, die man mit etwas Unachtsamkeit komplett übersehen kann. In einer Zeit, in der man in nahezu jedem anderen Videospiel Inhalte für viel Geld dazu kaufen muss, um das volle Spielerlebnis zu bekommen, versteckt From Software einfach so ganz bewusst mehrere Stunden Ingame-Content hinter geheimen Wänden, die 50% der Spieler höchstwahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Diese Spielereihe fordert von seinen Spielern alles, vor allem unsere Aufmerksamkeit. Seit Teil 1 schlage ich daher wie ein Irrer gegen jede Wand in den Souls-Spielen, die irgendwie verdächtig aussieht. Von außen betrachtet muss das eigentlich ziemlich bescheuert aussehen. Aber diese unendlich befriedigende Freude, die ich empfand, als ich in der Kammer hinter dem Bosskampf gegen Osiris einen Geheimgang fand, der in eines der coolsten Areale der gesamten Reihe führte, ist offen gestanden mit nichts zu vergleichen. Selbst nicht mit dem ersten hart erkämpften Sieg gegen Ornstein und Smaug. Dark Souls 3 ist dank PS4-Power der schönste Teil der Reihe. Ja, die Bosse sind endlich wieder individueller gestaltet und wirken nicht mehr wie lieblos aufgereihte Stangenware. Auch schön. Aber es war dieser Moment, der mir wieder klar machte, was für ein Schatz uns der Videospielgott in Form von From Software und deren Dark Souls-Reihe geschenkt hat. Ich kann und will nicht glauben, dass das jetzt zu Ende sein soll. Aber in meinem Herzen lebt die Reihe einfach ewig weiter. Wir verneigen und verabschieden uns von Dark Souls. Und jetzt natürlich die Frage, wo kommen jetzt in Zukunft die besten Bossgegner der Welt her? Und die Community hat ja da ein paar nette Designs eingesendet. Oh ja. Ja, David, was haben wir denn da so? Meine Damen, meine Herren, kommen Sie näher, kommen Sie rein ins Kuriositätenkabinett der Scheißigkeiten. Heute hier mit mir mein, was ist es eigentlich, Kopf, die Überreste von Michael Krogmann. Er wird präsentieren, was ihr kredenzt habt. David. Was ist? Ich hab was. Ja, zeig. Zeig den Leuten, was sie sehen wollen. Okay. Ja, das kommt von Po. Das ist die erste Kuriosität, die wir aus dem fernen Scheißistan eingesendet bekommen haben. Das sieht ein bisschen aus, als wäre dem Künstler bei Paint der Mauszeiger ausgerutscht. Oder, Krogmann? Community Krogmann. Community Krogmann, tut mir leid. Community Krogmann. Ich hab was Neues. Ja, dann. Oh, das ist der bitter. Hat, oh, wo ist Wasser, Joe? Hat uns jemanden geschickt, der eine, was ist das? Hat der ein Dreieck im Gesicht? Ja. Ja, das, so sieht das aus. Okay. Wirklich wunderschön. Ich kann nicht mehr erkennen, aus welchem Spiel das stammen soll. Auf jeden Fall ist es unglaublich scheiße. Aber wir haben bestimmt noch mehr Scheißigkeiten, Community Krogmann. Da kommt was rein. Tomatenallergie. Da kommt so einiges rein bei dem Herrn. Oder einiges, was ist das? Das ist ein
Ein Hintern. Das ist definitiv ein Arschgesicht. Kennst du, hast du, wie heißt das, diese Serie? Wie heißt die Serie, die gerade mit Fuckface? Du bist der Pan. Genau. Die heiligen drei Ponys. Da kommt dieser Typ vor, dieses Arschgesicht. Nice. Preacher, meinst du? Ja, Preacher! Preacher, genau. Alter. Chicken Joe ist leider auch was ausgerutscht. Auch und zwar heißt, die Gesichtshälfte nach vorne. Wahnsinn, das ist ja auch schlimm. GDA kann es keine Gesichter machen, aber sieht schlimm aus. Guck auch mal im Profil. Meine? Und? Was sagst du? Sieht gut aus. Sieht beschissener aus. Ach komm, jetzt hör auf. Nächstes Bild, guck mal. Das sind gleich zwei in einem. Denker Thorsten hat uns jemanden geschickt, der leider vom Laster überfahren wurde und seine Frau holt ihn gerade ab. Von der Arbeit. Wirklich ganz, ganz großes Kino. Hat mir gut gefallen. Ist das schäbig, wie wir Hamburger sagen? Ekelhaft. Ich hab nicht mehr. Du hast nicht mehr, ja. Kann ich. Warst du heute schon auf Toilette, Krugmann? Warst du schon auf Toilette? Was hast du mit mir gemacht? Ich hab kein nichts mehr. Ich hab nur dieses Glas. Jetzt haben wir es auch endlich mal gedrückt. So, wir können rausgehen. Gehen zurück an euch. Okay, also, Leichenstein. Wir loben uns doch für die guten Überleitungen. Ja. Leichenstein, Alter. Also ich glaube, damit könnte man auf jeden Fall ein weiteres DLC noch rausbringen. Aber DLCs an sich ist ja so eine umstrittene Sache, würde ich sagen. Kann auch schäbig sein. Es gibt Leute, die sich beschweren, weil sie sagen, ey, der Content, der hätte einfach im vollen Spiel sein können. Warum muss ich da jetzt nochmal für zahlen? Ja, in dem Fall geil. Ja. Aber wie siehst du das? Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer eine Sache, wie umfangreich ist so ein DLC und wie frech vor allem werden die Preise gestaltet, weil das ist bei vielem Download-Content, der irgendwie so angeboten wird, irgendwie so 9 Euro, dafür kriegst du 6 Klamottenteile für Spiel XY. Ja, das Legendärste ist ja die Pferdedecke aus Oblivion. Das war ja, genau sowas. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, dass jemand wie zum Beispiel die Borderlands-Entwickler wirklich mit ihren DLCs nochmal komplett neue Welten aufmachen, neue Charaktere zum Teil reinbringen, neue komplett Skills. Komplett neue Spiele gefühlt eigentlich. Wirklich einfach, aber nochmal wirklich komplett eigentlich Standalone-Potenzial da ist. Sowas, und da muss ich auch ganz ehrlich die Borderlands-Reihe wirklich ganz hochheben oder zum Beispiel auch The Witcher mit Blood and Wine, das so sehen DLCs aus. Ja. Das ist einfach nur genial. Wie seht ihr das denn, dass jetzt bei Nintendo mit Zelda jetzt das auch DLCs dabei genau sind? Punkt. Das finde ich A, sehr merkwürdig, denn A, ist Nintendo ein Entwickler, wo ich sehr überrascht war, dass es ein DLC gibt. Ich denke aber, es ist irgendwie ein kleiner Rettungsmove, weil ich kenne viele Leute, die sind jetzt mit Zelda durch und sagen, ja gut, jetzt packe ich meine Switch weg. Ich glaube, das wird der erste Punkt sein, wo ich meine dann, wenn ich irgendwann mal fertig bin, auch wieder raushole. Aber das ist ja nicht das einzige große Spiel, was in letzter Zeit ein DLC rausgebracht hat. Und ob es jetzt Dinge gibt, die ihr euch unbedingt downloaden müsst, für viel oder auch wenig Geld, für gute Spiele, das gucken wir uns jetzt mal an. DLCs, Downloadable Content, Zusatzinhalte. Kaum ein Thema spaltet die Spielerschaft mehr. Mal ist's cooler Bonus fürs Lieblingsspiel, oft bleibt's aber bei Inhalten der mickrigen Magerstufe. Alternative Kostüme, wechselbare Farben oder unser Favorit, Bling Bling fürs Ingame-Pferd? Look at my horse is amazing. Hinter der Paywall sorgt das Geklüngel für Geld in den Publisher-Kassen und lange Gesichter vorm Bildschirm. Wir haben eine Reihe aktueller DLCs verkostet, um euch vor gurkigen Geldabknöpfern zu bewahren. Kandidat Nummer 1 ist Survival-Horror-Spitzenspiel Resident Evil 7. In beiden verbotenes Filmmaterial-DLCs gibt es je einen Gegnerwellenmodus. Mal müsst ihr im gruftigen Keller mit Ressourcen haushalten, während ihr allerlei mies gelaunte Matschmonster umboxt. Mal müsst ihr dem Kannibalen-Papa schmackhafte Happen auftischen, während euch Monstrositäten in hübschen Hüten hinterherjagen. Beides spaßig, aber auch nicht herausragend. Dann gibt es da noch zwei mittelprächtige Dreingaben. Das eine ist eine Mini-Episode in bekanntem Areal, das einfach nur knacke schwer ist. Das andere ist eine Variante von Blackjack, die so direkt in den trashigen Saw-Hackstückel-Filmchen vorkommen könnte. Ihr beide werdet jetzt ein Spielchen spielen. Der Modus Schlafzimmer ist wie ein Escape Room aufgebaut und verlangt durchdachtes Rätseln. Beim Fluchtversuch müsst ihr eure Spuren verwischen, um nicht als Gulaschsuppe zu enden. Es kann aber vorkommen, dass ihr unverdient den Game-Over-Screen seht, weil das Spiel nicht schnallt, was ihr von ihm wollt. Ihr möchtet ein Bild zurück an die Wand hängen? Dann schaut gefälligst auf das Fass darunter, um die Aktion auszuwählen. Logisch! In Töchter bekommt ihr einen Einblick in das Leben der Bakers in der Prä. Wir schlachten euch alle ab und schlürfen euer Blutphase. Das ist ein spannender Blickwinkel,
der aber allzu schnell in ein unfair schweres Katz-und-Maus-Spiel mit den Hillbilly-Henkern umschwingt. Fazit: Beide DLCs sind nett, aber den Einstiegspreis nicht so ganz wert. Unser Urteil: 6 von 12 modischen Matschmonstern. Zombies liefert auch der Sabotage-DLC zu Call of Duty Infinite Warfare. Die sind natürlich wieder total crazy inszeniert. Dieses Mal aufgrund von schallenden Neonfarben und grellem Discolicht. Was sag ich? Rave in the Wetwood ist die Erweiterung des Zombie-Modus, in der ihr mit untotem Gesocks Ringelpiez mit anfassen in einem endzeitlichen Feriencamp tanzt. Das Ganze spielt sich flott und eingängig und liefert witzige Referenzen an alle Slasher-Klassiker. Eine Revolution solltet ihr aber nicht erwarten. Zusätzlich kredenzt euch Sabotage noch 4 neue Multiplayer-Maps. Noir ist eine schnieke Sci-Fi-Karte mit schnell verständlichem Aufbau. Neon ist eine sehr klassische COD-Map mit schlichter Future-Ästhetik und witzigen Glitch-Elementen. Renaissance hat einen feinen Flow und sorgt mit seinem Venedig-Setting für thematische Abwechslung. Dominion ist zu guter Letzt ein Remake einer Modern Warfare 2-Karte, lässt uns aber im Vergleich zu den anderen Maps eher so die Füße einschlafen. Fazit: Sabotage bietet Abwechslung für den Fließband-Shooter, lässt sich das allerdings mit fast 15 Euro auch teuer zu stehen kommen. 4,5 von 8 möglichen fußtauben Disco-Zombies. Weniger zombifiziert, dafür nicht minder ballerlastig, ist der They Shall Not Pass DLC von Battlefield 1. Der hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Sondern arbeitet die französischen Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs auf. Und mit Aufarbeiten meinen wir Headshot-Jagd in Dauerschleife. Das Zusatzpaket hat Standard-Shooter-Maße und knallt euch 4 Maps, einen neuen Modus und ein bisschen Kleinkram-Klimbim von den Latz. Die Karten sind richtig schmuck und variantenreich, ohne Französischkenntnisse aber kaum aussprechbar. Fort Vaux liefert flotte Nahkämpfe in abgestecktem Areal. Soissons ist ein Fest für Panzerfahrer. Die Verdun-Höhen fordern weitläufige Infanterieschlachten und Bruch ist mit seinen Mohnfeld-Farbklecksen das optische Highlight. Der neue Frontlinien-Modus mischt die Modi Eroberung und Rush. Dabei balgen sich 2 Teams zeitgleich um 3 Punkte. Hat eine Seite alle Einsatzziele unter Kontrolle gebracht, muss sie mit nur 40 Respawns Telegrafenmasten in der Gegnerbasis zerstören. Haut das hin, ist die Partie gewonnen. Ansonsten geht es wieder zurück aufs erste Schlachtfeld. Abgesehen davon sind die beiden neuen Operationen gelungen und die neuen Spielzeuge wie Waffen und ein super schwerer Panzer spannend. They Shall Not Pass ist deshalb ein runder DLC, der Battlefield 1 qualitativ erweitert, ohne dabei aber Bäume auszureißen. 10 von 14 Headshot Gandalfs. Final Fantasy XV hat uns Ende letzten Jahres einige Teile seiner Geschichte vorenthalten und teaste uns damit etwas uncharmant. Oh shit! Shit! Ich hab so viel zu tun, ich hab noch eine Mission, ich muss kurz hin. Bleib du mal kurz da, wir sehen uns. Bis gleich! Jetzt füllt Square Enix Stück für Stück die Lücken und lässt sich dafür ein paar Mark extra in die Hand drücken. Nach wie vor nicht der coolste Move, aber zumindest ist die Hürde mit 5 Euro für den ersten Teil nicht sonderlich hoch. Episode Gladiolus bringt Licht ins Dunkel um das kurzzeitige Verschwinden des J-Pop-Muskelmanns. Wonder what Gladio's up to right now. Meeting girls probably. Son of a bitch! Der unterzieht sich kurzerhand einer Prüfung bei Schwertmeister Gilgamesh, um sich für bevorstehende Herausforderungen zu stehlen. Ich will Kraft. Das ist alles. Der DLC spielt sich nahezu komplett in einem kleinen Dungeon ab, der leichtes Souls-Flair versprüht. Das Ganze ist ein bisschen schlauchig und lotst euch wenig überraschend von Gegnerwelle zu Gegnerwelle. Dafür sind aber die vielen Minibosse fordernd und der Spielablauf durch den eigenen Kampfstil von Gladiolus aufgefrischt. Nach 1,5 Stunden ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Zeit vertreiben könnt ihr euch dann nur noch mit einem Score-basierten Remix des Dungeons und einem Duell mit einem starken Verbündeten. Fazit: Episode Gladiolus ist ein netter zusätzlicher Zeitvertreib für Fans, der aber auch gern schon so im Hauptspiel hätte stecken können. Ganz recht. Deshalb unser Urteil: 3 von 5 möglichen J-Pop-Muskelboys. Der vermeintlich letzte große Zeitvertreib für Souls-Jünger ist der DLC The Ringed City. Obwohl es optionaler Zusatzinhalt ist, markiert der das Ende der Dark Souls-Trilogie. Anstatt aber rührselig in den Kadavern der Vergangenheit herumzustochern, schafft der DLC lieber neue. Für diejenigen unter euch, die Souls noch immer primär mit einem horrenden Schwierigkeitsgrad in Verbindung bringen, liefert der Zusatzkram neuen Zunder. The Ringed City ist knüppelhart.
Gerade so blöde Engel-Zombie-Schmetterlingsdinger haben uns zu Beginn mit Anlauf und Ankündigung ordentlich den Hintern versohlt. Das schrammt stellenweise an der Grenze zum Anstrengend frustrierend sein, fängt sich danach aber wieder. The Ringed City delivert danach dank atemberaubendem Leveldesign, unglaublichen Geheimnissen und interessanten Bossgegnern auf dankbar hohem Niveau. Eine ausladende Verabschiedung braucht ihr am Ende der Reise zwar nicht erwarten, eine schöne Auflösung ist's aber trotzdem. Irgendwie. Ach, Kinnas, zum letzten Mal. Praise the Sun. Eine Bewertung? Pff, keine Ahnung. Ist ja eh Mumpitz. Schaut euch doch stattdessen den ärschetretenden Engelzombie halt einfach in Dauerschleife an. Bitte sehr. Ja, da ist ja einiges an DLCs dabei. Final Fantasy für einen Fünfer und vor allem The Ringed City, worauf ich mich sehr freue. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe mich sehr gefreut, heute hier moderieren zu dürfen. Ja, ich auch. Und nicht nur Dark Souls geht zu Ende, sondern eben auch diese Sendung. Diese Sendung. Es macht aber nichts, weil ihr könnt euch ja direkt einfach eure Bohnen nochmal auf Dr. Freud bei der Nerdscope-Folge angucken, wenn ihr nicht genug Gaming-Content kriegen könnt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch ein bisschen zittrig. Ja. Live ist halt noch mal anders. Obwohl man sagen muss, es ist auch gleichzeitig viel entspannter als unsere Sendung. Findste? Es geht so schnell durch. Du guckst die Folge quasi ganz parallel, ehrlich, wenn du sie siehst. Ich häng mit den Nerven so an diesem Counter, weil wir das halt nicht gewöhnt sind. Wir können halt mehrere Takes aufnehmen. Ich war wirklich richtig nervös, Alter. Wie vor meinem ersten Schulauftritt in der Theater. Aus jedem Versprecher wird hätte alles Meme andere werden können. Ja. Nee, also ganz ehrlich, ich würde sagen, wir holen uns noch mal ein Schulterklopfen ab. David, gibt es zum Beispiel einen Kommentar der Woche oder sowas? David, drück den einen Knopf. Den einen Knopf? Hier sind, ist alles voller Knöpfe. Den mit dem Comment der Woche. Der mit dem Comment, ich drücke... Comment der Woche! Ja. Habe ich richtig gemacht. So, jetzt... Der André Müller aus eurer Community hat geschrieben, die Folge setze ich aus, unsympathischere in externe Moderatoren zu holen, ist fast nicht mehr möglich. Außer vielleicht David Heinen und seinen kleinen Buddy. Er meint einen Penis. Wir sind doch ein Team, David. Ja, was meint er denn? Sei nicht traurig. Aber vielleicht Musik für dich? Krogi, ein bisschen Musik wäre jetzt gut, ja. Oh ja, die rockt. Ja. Gib mir mehr. Dreh auf, Mann. Ein Team. Geil. Lauter. Ah, ja. Krogi, du gehst auch richtig ab, ich seh's. Ja. Das macht richtig Spaß zu zweit hier. Ah. Das ist wie damals in den 90ern, als ich mal rutschen abgegangen bin. Wisst ihr was? Wir haben noch eine richtig geile Sache. Wir dürfen nämlich den berühmten Schlusssatz jetzt raushauen. Oh ja. Ihr wisst, wie er geht. Soll ich sagen? Sag es! Wiederschauen! Reinhauen! Ja, ich bin aber auch echt mal gespannt, wie sich die Nerdscope-Jungs bei Game 2 geschlagen haben. Ich meine, so eine Stunde freies Reden. Ach, krass. Ich will aber auch echt aus diesem Anzug raus jetzt. Ja, dann zieh ihn doch aus, Sophia. Wieso ich denn bitte? Hast gesehen, das Schwein hat dein Geld wieder ausgespuckt. Lass mal bitte rübergehen und schauen, wie die Jungs sich geschlagen haben. Oh, schön war's. Aber auch anstrengend, ne? Aber hier sind Moderationskarten echt wie bei uns früher. Ja, aber komm, wir müssen zurück. Ja, lass uns ab nach Hause. Also, das ist mal so weit. Ja, das stimmt. Na, war schön? Kann ich kurz? Ich kann auch da rein gehen. Klar, warte. Ja, hier kommt ein Weg. Ich komme jetzt hier. So, jetzt, okay. So, ja. Okay. Was? Achso. Hast du jetzt mitgehen lassen? Ja, aus Versehen. So sitzt doch aber keiner. Also. Ich bin erfahren, Pathfinder. Aber mal sehen, ob du den fährst. Bei mir knistert es gerade sehr im Getriebe. Vielleicht. Sie könnten mal mein Getriebe ödeln. Ödeln? Ich bin der Pathfinder und Ihr Kapitän. Ich bin der Pathfinder und Ihr Kapitän. Und Ihr Kapitän. Ich bin der Pathfinder. Wieso funktioniert das nicht? Oh nein. Ich lasse nur erfahrene Steuerknüppel. Soll ich weitermachen oder eher nicht?